Eigentlich alles sehr simpel. Jake? Danke. Als ob so eine Tür den Ustanak lange aufhalten wird. Mist. Lauf! Lauf, 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 lauf. Achso. Achso. Das hätte mir der Spieler auch mal zeigen können, dass da eine Leiter ist. Wir sind bei hier, wo der andere draufgegangen ist. Und das ist die Passage, die mich dazu verleitet hat, davon auszugehen, dass der Ustanak eventuell blind ist. Ohne den Schlüssel kommen wir nirgendwo hin. Dann holen wir ihn uns. Der Ustanak steht da jetzt nämlich und läuft da auch hin und her. Nimmt uns aber nicht wahr. Also entweder ist es ihm einfach viel zu dunkel. Oder er ist blind. Drehst du dich bitte um? Drehst du dich bitte um? Ich möchte jetzt... Komm, komm, gib her. Gib her, gib mir den Schlüssel her. Wie findest du das, Mistkerl? Ruhe, er wird sie hören. Und jetzt einmal wieder zurückschleichen. Fast geschafft. Wir sind ihm fast entkommen. Hoffe ich. Ich weiß. Tschüss, Mann! Kann sein, dass er das auch gehört hat? Na komm, aufmachen. Durch. Weitermachen. Bitte weitermachen. Komm, durch, 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 durch. Uah. Jake, komm. Komm her hier. Also Zwei-Spieler-Modus könnte der zweite Spieler jetzt eigentlich schon mal anfangen. Er kommt durch. Hier weiter zu drehen. Statt immer darauf zu warten, dass wir soweit sind. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Uah. Hilfe. Komm, der letzte noch. Der letzte noch, der letzte noch. Und dann ist alles gut. Dann ist alles gut, dann sind wir hier weg. Ich verstehe auch nicht, wieso Jake da ganz da vorne stehen muss. Ui. Das war knapp. Das gesehen? Oh, das wird kein Spaß. So. Oh! Nicht gerade jetzt, Fernseher! Du kannst dich jetzt nicht ausschalten! Du kannst dich gerade nicht aufhalten! Das geht nicht! Alter!
Das ist scheiße, weil wir gerade mitten in einem Quicktime-Event sind und dann sagt am Fernsehen hier, du hast mich länger nicht bedient, ich schalte mich jetzt aus, ist das okay? Das war einmal mit so einer Einladung mitten wumm über den ganzen Bildschirm. Und dann musst du auch noch zusehen, dass du da das irgendwie wieder in den Griff kriegst. Oh komm, hör auf zu nerven, Junge. Du siehst auch nicht ein, wann du verloren hast, ne? Na also, wir haben es geschafft. Aber gerade so. Dann sollten wir jetzt möglichst geschwind von hier verschwinden. Ist das der Ausgang? Ja, und wenn wir draußen sind, lasse ich uns abholen. Mein Team müsste in der Nähe sein. Ja, wollen wir doch mal gucken. Da ist der Treffpunkt. Wurde auch Zeit. Freundliche Frau mit den Drogen. Was machst du hier? Du bist also Wesker Junior. Wesker? Wovon redest du? Albert Wesker war ein Wahnsinniger. Ein Narr, der die Welt zerstören wollte. Er war außerdem dein Vater. Was? Was dich zum Erben einer sehr speziellen Blutgruppe macht. Simmons? Ada Wong. Es ist lange her. Nicht lang genug. Wie ich sehe, spielen Sie immer noch gern Spielchen. Eine alte Angewohnheit. Und ein Anruf kann so unpersönlich sein. Was wollen Sie? Ich habe interessante Dinge über Sie erfahren, Miss Wong. Dinge, die Ihre Zukunft betreffen. Neugierig. Nicht im geringsten. Ich will nur herausfinden, was Sie vorhaben. Oh, nur zu. Ach ja, für Ebene 4 ist ein Handabdruck erforderlich. Ich habe Ihren freischalten lassen. Sie haben meine Abdrücke.
Sie meinen es ernst, was? Oh, ich habe noch viel mehr als Ihre Abdrücke, Miss Wong. Sie werden sehen. Viel Glück. Also gut, Simmons. Was haben Sie zu verbergen? Und damit wird es jetzt nach diesen dramatischen Ereignissen erstmal ein ganz kleines bisschen konfus in der Story. Was macht Ada auf einmal hier? Auf einem U-Boot irgendwo im Nirgendwo. Geht, ich habe ja kaum noch Munition für irgendwas außer dem Scharfschützengewehr. Da müssen wir erstmal nachholen. So. Wer ist Simmons? Die Frage ist leicht beantwortet. Derek Simmons ist der Verteidigungsminister der Vereinigten Staaten von Amerika, wenn ich mich recht erinnere. So. Und was macht Ada jetzt hier? Und warum ist Ada überhaupt jetzt eine von den Bösen? Das sind Fragen, die definitiv noch beantwortet werden. Bleibt einfach dran, ich will jetzt nicht zu viel vorgreifen. Die Schrotflinte ist leer. Drei Schuss für die Armbrust. Schienenpistole ist fast leer. Scheiße, das sieht alles nicht gut aus. Ich sollte mich wohl vorstellen, aber ich habe leider einen strikten Zeitplan einzuhalten. Das ist eine Variation der uns schon aus Edonia bekannten Javo. Das sind tatsächlich die Neo-Umbrella-Javo, quasi die Elite-Einheiten. Denn es war ganz am Anfang so, bevor es mit einem Patch geändert wurde, war es so, dass Adas Kampagne tatsächlich erst freigeschaltet wurde, wenn man die Kampagnen von Chris, von Jake und von Leon durchgespielt hatte. Dementsprechend war Adas Kampagne halt immer die vierte, die man dann gespielt hat. Aber wir haben diesmal andere Möglichkeiten. Wir sollten auf jeden Fall versuchen, so lange wie möglich zu schleichen. Bevor wir hier Aufmerksamkeit auf uns lenken, denn ich sag's mal so, warum steckt sie eigentlich ihren Arsch so in die Höhe hier? Ist doch kein rolliges Kätzchen, oder? Na wohl, bei Ada weiß man nie so genau. Da patrouilliert noch einer. Warte mal, bis der wieder kommt. Hallo. So, mein GPS sagt, ich muss da vorne lang weiter. Also gucke ich erstmal. Ach, hier rechts ist nur eine Barriere. Okay. Dann stellt sich die Frage natürlich gar nicht erst. Das ist jetzt natürlich verdammter Mist. Das hätte so eigentlich nicht laufen sollen. Und wie ihr seht, Javo ist in allen Formen und Variationen. Du Sackgesicht, ey. Der steht da noch! Igitt, der steht da noch! Boah.
Na super. Kommt her hier. Kommt her hier, habe ich gesagt. Weil man kann sich natürlich auch mit roher Gewalt durchkämpfen, aber eigentlich hatte ich gehofft, ein bisschen mehr. Schleichen zu können. Ist der gerade mutiert da? Nein. Der hat einfach nur 3 Schuss überlebt. Jetzt mutiert er aber. Oh, Mensch! Oh, ich kann nicht um die Ecke zielen, das ist aber nicht wahr! Jetzt hier. Ja, widerlich. Oh. Vor allem ist es gerade auch echt nervig. Da ist ja schon wieder einer. Wie viele von euch gibt es hier eigentlich? Das ist ja furchtbar. Dann müssen wir erstmal gucken. Mal ein bisschen Platz machen. Oh, guck mal. Ada hat hier eine Menge Granaten. Und Ada hat noch jede Menge Pfeile. Wieso sagt das Spiel dem wäre nicht so? Erstmal hier alle Waffen wieder auf Vordermann bringen. Hier haben sie mich erwischt, ne? Echt bitter eigentlich. Hallo. Aber na gut. Stürmen wir halt das U-Boot. Ich würde ja ganz gerne den Alarm wieder irgendwie ausschalten. Aber das lässt mich das Spiel gerade irgendwie nicht so richtig machen. Dafür ist hier unten wieder kein Alarm. Jetzt weiß ich natürlich nicht, ob der Alarm von oben hier unten jetzt einfach nicht mehr zählt. Nee, ich habe genug Handgranaten. Ach so, genau. Der Grappling Hook. Den hat sie ja von Wesker gekriegt, ne? Das muss der neue Typus sein, von dem ich gehört habe. Der neue Typus, von dem sie gehört hat, meint sie jetzt die Javo, den C-Virus? Wovon redet sie? Und vor allem, warum kämpft sie gegen Javo, wenn sie sie vor ein paar Minuten gerade noch kommandiert hat? Ja, es gibt natürlich eine Erklärung dafür, aber da will ich jetzt nicht vorgreifen. Oh, aber er hinterlässt mir nichts. Schade eigentlich.